A2.3. Zeigen Sie rechnerisch, dass für die Länge der Strecken PnQn in Abhängigkeit von der Abszisse x der Punkte Pn gilt. PnQn ist gleich minus 0,25x² plus 2,75x minus 1,5 Längeneinheiten. Schauen wir uns schnell die Strecke PnQn nochmal an. Das ist die hier. Diese läuft parallel zur y-Achse. Das heißt, die können wir ganz einfach berechnen mit y-Koordinate vom oberen Punkt minus y-Koordinate vom unteren Punkt. Wir haben also die Länge von PnQn gleich y-Koordinate vom oberen Punkt. Der obere Punkt ist der Punkt Qn minus y-Koordinate vom unteren Punkt. Der untere Punkt ist der Punkt Pn. So, die Koordinate von Qn und Pn, die finden wir in der oberen Aufgabe nochmal. Und zwar hier, habe ich sie schon gelb markiert, hier ist einerseits die y-Koordinate von Pn und hier ist die y-Koordinate von Qn zu finden. Die setzen wir jetzt einfach ein unten. Also ist gleich minus 0,25x plus 6,5. So, und jetzt Minus, und Achtung, hier brauchen wir jetzt unbedingt eine Klammer, weil die y-Koordinate von Pn besteht aus mehr als einer Zahl bzw. einer Variable, und dieses Minus muss eben auf alle Zahlen gehen. Das heißt, Minus, eine große Klammer auf, jetzt kommt die y-Koordinate von Pn, das waren 0,25x² minus 3x plus 8, Klammer zu. So, jetzt haben wir es schon fast. Den ersten Teil schreibe ich nochmal ab. Minus 0,25x plus 6,5. Jetzt löse ich die Minusklammer auf. Das heißt, alle Vorzeichen in der Klammer werden umgedreht. Aus plus 0,25x² werden minus 0,25x². Es geht weiter mit plus 3x und minus 8. So, letzter Schritt ist noch zusammenfassen, was man zusammenfassen kann. Wir beginnen mit x², weil das ist die höchste Variable. Also minus 0,25x², gibt kein weiteres, deswegen bleibt es so stehen. Dann haben wir hier minus 0,25x und plus 3x. Das sind also 2,75x. Und dann haben wir noch plus 6,5 und minus 8, das wären minus 1,5. So, und das ist genau das, was wir hier oben stehen haben als Lösung. Die minus 0,25x² plus 2,75x minus 1,5.